So, herzlich willkommen wieder zurück hier in Karlsburg auf der Map von Nico LP. Wer das Ganze rund um die Map hier verpasst hat, guckt sich einfach die letzte Folge nochmal an. Da habe ich ein bisschen drüber gelabert. Ne, 22 Minuten, hat schöne Video. Da sind wir dann schon die Linie gefahren, die allererste. Und zwar heute gibt es dann nämlich noch die zweite Linie oben drauf. Das ist die Regenbuslinie vom zentralen Omnibusbahnhof über sämtliche Wohnen. Häuser und so weiter. Wieder zurück zum zentralen Omnibusbahnhof. Das hier ist der zentrale Omnibusbahnhof. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. 50 Linien soll die Map beanspruchen. Und ja, wir kommen vielleicht so ungefähr auf 50 Haltestellenschilder, ne? Wir kommen so ungefähr auf 50 Haltestellenschilder. Der Zug ist natürlich schon sehr, sehr groß gebaut. Ich werde auch heute wieder ein bisschen sagen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und so weiter. So. Ist natürlich riesen Platz hier, ne? Und kann man natürlich auch ein bisschen mehr bauen, denke ich mal. Irgendwann, wenn es dann auch mal so weit ist. Ist auch nur eine Beta, ist auch nur eine Beta. So, hier, diese weißen Streifen gefallen mir nicht. Das liegt daran, dass man die eigentlich im Omsi-Editor beschriften kann. Diese Haltestellenschilder. Aber auch immer nur von einer Seite. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Ich habe diesen zentralen Omnibusbahnhof auch schon mal verbaut, wo ich Bad Kindsau ein bisschen umgestaltet habe. Und habe ich den ZOB ein bisschen. Oder Froschermals, ne? Habe ich den ZOB auch ein bisschen umgestaltet. Und zwar auch mit diesem Material hier. Und der hat jetzt echt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mal dasselbe aneinandergereiht. Und dann hier nochmal. Also das hat schon eine Arbeit für ihn gemacht hier. Und hier ist nichts los, denn hier fährt gar kein Bus ab. Das ist das Lustige. Hier fährt demnächst die Linie 116 ab in der richtigen Version. Und hier fährt der Ringbus ab. Sage ich gleich noch mal dazu. Sehen wir mal weiter. Also der ZOB umgeben von Mauern. Hier ein Reichelt. Ist nicht so ganz sinnvoll. Und Müller, ne? Also. So, hier geht's also rein. Und hier gibt es tatsächlich sechs, na gut, sieben. Sieben Autoparkplätze gibt es hier. Für die Läden. Also, ne? Ja, entweder gar keinen oder einen richtigen, ne? Und geht natürlich auch nicht, dass hier Autos auf dem zentralen Omnibusbahnhof fahren. Finde ich persönlich überhaupt nicht gut sowas in der Realität und würde ich auch nie im Omni bauen. Aber muss jeder selbst wissen, weil es ist ein zentraler Omnibusbahnhof. So, was ist das hier? Ja, ich finde diese Zäune auch sehr schön hier immer, ne? So, dann kommt das Weitere noch dazu, wenn die Leute hier mit ihrem Einkaufswagen lang gehen und der nächste Bus rollt hier rum. Das ist alles Straße hier. Der Bus könnte hier auch vorbeirollen, da werden die vielleicht überfahren oder so. Also das ist nicht so ganz realistisch. Hier diese Blumendinger finde ich auch schön. Bäume noch so, naja. Also erstmal interessiert uns der Zug eigentlich gar nicht, denn hier ist eigentlich gar nicht die richtige Abfahrt. Nur diese Zug-Ringlinie. Die fahren wir mal mit unserem Bus heute, einem Facelift. Hamburger Stadtbus, und zwar mit dem Repaint hier, was da passend zu der Map gehört. Ist die Void-Variante vom Solo-Bus. Die ZF-Variante sind wir schon mal gefahren, nämlich im Livestream im 100-200 Abonnenten-Special. So, werden also fahren. Download-Link zu diesem Mod in der Beschreibung. Wir müssen natürlich zuallererst von Altair den Citaro installiert haben. Wir fahren die Linie 00000, fahren die Route 2. Nein, die fahren wir nicht. Es gibt nämlich nur eine, die Route 1. Bringen die in den zentralen Omnibusbahnhof. Steht sie dran. Irgendwie bremst meiner heute nicht hier, mein Gaspedal. Mal. Hier, also ich muss da echt doll drehen. Ich muss mal kurz in die Omsi-Option gehen. Ihr hört mich natürlich weiter. Können wir ein bisschen labern hier noch. Ja, also ich würde nur mal ein bisschen hier drüber labern, über die Map jetzt hier. Und zwar fängt es ja hiermit an, dass wir hier also einmal drehen am ZOB. Hier ist irgendwie auch noch keine richtige Struktur drin. Ich bin mal gespannt, wie er das mit den ganzen Verlegen da machen will. Also mit den ganzen Pfaden. Und dann muss er ja verlegen, die Pfade. Und zwar muss er da immer eintippen, eben welcher Pfad zu der Linie gehört. Und dann muss er hier ganz viele haben für 50 Linien. Hier werden natürlich, denke ich mal, so 40 halten von den 50. Also, so, links, Gas, links, dünn. Abbrechen, okay, zurück zum Spiel. So, jetzt müsste ich das richtig. Jetzt habe ich nochmal den neuen Autoconfig gemacht. Also ich bin mit dem Bus schon ewig nicht mehr gefahren hier. Verdunkelte Scheiben finde ich jetzt auch nicht so. Oder getönte Scheiben, sagt man ja. Auch wenn ich den Bus sehr gut finde hier.
Facelift. So, hier ist die Abfahrt, finde ich jetzt nicht so pralle, dass das ein bisschen außerhalb ist, denn hier fahren ja schließlich auch, wenn ihr 50 Linien fahren, oder 40, fahren die Busse hier alle raus denn, und hier muss man nicht noch eine extra Haltestelle hinbauen, also kann man den auch ruhig hier am richtigen ZOB abfahren lassen. Würde ich nach meinem Geschmack so sagen, muss ja nicht jeder so sehen, aber hallo. Würde ich das bauen. Können Sie die Heizung hallo? Bitte anmachen? Nee, kann ich leider nicht, heute ist Winterzeit angesagt. Eine Tageskarte bitte. Ja, hallo. Bitte. Hallöche, was ist das denn hier? Bisschen falsch hier alles, ne? Tageskarte ist hier oben, wenn ich muss. Was kommt da raus? 50? Okay, dann kriegen Sie ja Fahrkarte. Bitte schön. Hallo? Eine Fahrkarte. Einmal bitte. Die Fahrkarte. Oh, jetzt kommen wir Kurzstrecke raus. Ja, entschuldigen Sie, dieser Bus hat einen anderen Endwerter als die anderen hier. So. WLAN soll hier auch ein Bus sein. Aber ich meine, wenn Karlsburg mal eine richtig große Stadt wird, ne? Braucht man das auch. Oh, das wäre ein Luxus, ey, wenn die BVG WLAN anbieten würde, ne? Die haben jetzt diese neuen Steckdosen, aber was die da haben, dann ihrem Dach da, über einem, über dem Kopf, kannst du dein Handy einstecken. Naja. Nächste Haltestelle an der Apotheke. So, wieder schön Computeransagen hier. Was macht das Auto da? Hier, dieses Klick-Klack-Klick-Klack ist normalerweise meine Haltestellenbremse. Weiß jetzt nicht, wo das immer hin und her Klick-Klack macht. Weil das ist ja hier die richtige mit dem Minus hier. Was sonst die Türfreigabe ist. Naja, so. Auf geht's. Hier noch ein kleiner Bug drin. Fußgänger laufen auf die Straße. Geht natürlich nicht. Guten Tag. Hallo. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Nö, kann ich nicht. Du kannst da ja aussteigen. Gehst in die Gaststätte, ne? Und da ist schön warm. Einmal Kurzstrecke. Bitte schön. Danke. Gute Hallo. Fahrt wünsche ich Ihnen. Hallo. Diese Linie fährt nur von 10 bis 13 Uhr für alle, die die Linie nicht finden. Das ist mit meinem ersten Mal auch so passiert. Hat Nico mir das dann gesagt? Link zu Nico LP findet ihr auf meinem Kanal bei den empfohlenen Kanälen. Ich habe es genannt, glaube ich. Wie habe ich das denn genannt? Haltestelle an der Versicherung. Früher hieß es mal Best LP, mittlerweile habe ich gesagt, schaut mal hier vorbei, glaube ich, heißt es jetzt. So, wollen wir den Bus mal richtig absenken hier schön? Facelift? Nennen sie auch Fake Lift, den Bus. Machen wir mal, ne? Hier. Hallo. So richtig schön absenken. Das haben wir alles im Livestream mal ausprobiert. Natürlich ziemlich unrealistisch hier. Boah, Mensch, also da muss ich echt gut festhalten als Busfahrer. Das sieht von innen auch sehr geil aus. Also mit so einem Bus würde ich mal gerne fahren. So dunkel, also richtig schwarze Stangen und so dunkelblau. Und so grau noch dazu. Gefällt mir sehr gut. 27. Jetzt kommt... Ja, also die Haltestellen finde ich echt sehr lustig. Ja. Am Haus 27, am Block 1, am Block 2, am Block 3, am Block 4, am Block 5, am Haus 6, 28, am Haus 27 nochmal da zum Ende? Ja, ne? Ja, zweimal am Haus 27, genau, wir fahren ja einmal im Kreis. Ach, schon grün, okay. Oh, ich sehe jetzt gar nichts, ah. Gott sei Dank haben wir hier vorne keine getönten Scheiben, so wie dem Citaro CNG da, mit dem Weihershausen mal gefahren bin. So, kommen Sie rein hier. Hallöchen. Hallo. Auch kein Piepen da hinten, so gefällt mir das. Dann drängen Sie sich hier vor, oder was, Berliner? Hier finde ich auch noch ein bisschen schade, du kannst dann auch deine eigenen Kennzeichen hier nehmen für deine Map. Hier sind leider noch Berliner drauf, also wenn er noch irgendwie KA nehmen würde oder K für Karlsburg, wäre das nicht schlecht. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Oh, Entschuldigung, hab gedacht, er hat nicht von alleine weitergeschaltet. Ja, jetzt geht dieses ganze Blockzeug hier los. So, kommen Sie mal rein hier, ich will noch ein bisschen was erklären. Hallo, für alle, die nicht so Ahnung haben. So, hier wird noch gebaut, schön für die,
finale Version. Das hier ist zweimal DDR-Plattenbau, die müsst ihr euch runterladen zusätzlich. Nennt sich DDR-Plattenbau natürlich, ne? Ist ja auch original DDR-Plattenbau hier. Sieht echt sehr originalgetreu aus. Und es macht auch echt, sieht echt sehr gut aus hier. Also nicht vom optischen her, aber für OMSI eben ist das sehr gut. Ihr wisst schon, ist jetzt nicht der Hingucker auf den Straßen. Aber für OMSI-Sachen ist das schon sehr gut. Und ich denke mal, ich werde das auch auf meiner Karte platzieren. Das muss man sich wirklich noch zusätzlich herunterladen. Die wenige Karten haben das irgendwo verbaut auf ihrer Karte. Also müsst ihr euch tatsächlich meistens noch etwas zusätzlich herunterladen. Habe ich selten gehabt, dass ich noch von der Map was runterladen muss. Das ist ja hier aber auch passiert. So, die Haltestelle kann ich schon ganz nachvollziehen, hier nach 2 Metern wieder. Nächste Haltestelle am Block 2. Hallo. Moin. Tag, Manfred. Jo, kannst du haben, wa? So, muss mal kicken, ob denn noch Platz frei ist für dich. Ansonsten, ja gut, hier, komm, setz dich hinter mich. Oder hinter mir. Oh. Ich glaube, hinter mich. Ist auch egal. Jetzt kommt am Block 3 natürlich, wer hätte es gedacht. So, du Tierarzt da vorne, fahr um die Kurve. Nächste Haltestelle am Block 3. Hier wieder Void-Getriebe heute am Start. Kein ZF. Überall hier Zigarettenautomaten, ne? Schrecklich. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Nö, Kollege, zieh dir eine Jacke da. Also mach die richtig zu, zumindest. Also so. Ein Einzelfahrschein, wisse. Können Sie haben. 2,70 kostet. So. Gut. Dann so, so. Bitteschön. Mensch, immerhin sind Sie freundlich heute zu mir. Ja, das finde ich immer ein bisschen schade noch um Sie, dass man hier nicht... Das ist immer ganz witzig, so. Dass man nicht, während man noch so 3 km/h fährt beim Bremsen, einfach schon die Tür aufmachen kann. Oder wenn man, ja, wenn die Tür noch nicht ganz so sind, schon losfahren könnte oder so. Also würde man enorm viel Zeit sparen. Das ist ja echt teilweise auch so. Nächste Haltestelle am Block 4. Also so kenne ich das beim Citaro zumindest. Wenn du noch so 3-4 km/h fährst, ne? Aber fast stehst eben, ne? Und da kannst du trotzdem schon die Türen öffnen. Dann hält er zwar ruckartig an, aber... Trotzdem Spaß, ein bisschen Zeit, ne? Ist ja wichtig, dass die Leute pünktlich von A nach B kommen wollen. Hier, der Fahrplan ist nicht so... Also ich fahre ja nicht wie eine Schnecke hier. Hallo. Ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie... Oder gehen Sie mal schneller nach außen hier. Sind ja nicht im Seniorenheim. Mein Gott, ey. So, da vorne, je nach 2 Meter der nächste Haltestelle, ist unnötig. Also die kann man wegfallen lassen, finde ich. Oder man baut ja noch ein bisschen was hin oder so. Was ist das hier? 116 und 166 auf einmal. 166 auch schon geplant. Danke. So, bitte sehr. Sehr freundlich. Ja, Manfred, du bist natürlich auch wieder freundlich heute. Nicht. Facelift. Nächste Haltestelle am Haus 28. Hier dieses Zischen, ne? Ich finde das noch so geil. So, kommt, Leute. Rote Ampeln, ey. Hier könnte man natürlich auch noch so eine Markierung hinmachen auf der Straße, ne, wo die denn anhalten sollen. Warum fährt er bei Rot, Kollege? Habe ich gesehen, dass du bei Rot fährst. Habe ich Grün? Oh, ich habe Grün. Ja, ich werde... Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist denn hier? Oh. Na gut, das ist Beta eben, ne? Schön ist auch mal auf die Beta hier. Ich freue mich ja schon sehr, sehr auf die Version 1. Also ich hoffe, dass Nico fleißig am Bauen ist. Das wird echt sehr, sehr geil, denke ich mal. Hier, die Autos reicht auch geil. Ich habe immer den Eindruck, als ob die kurz wegfliegen. Als ob die kurz verschwinden und sich dann wiederkommen. Hallo. Hallöchen, hallo. Danke.
Und bitte zügig aussteigen da hinten, wir haben nicht ewig Zeit. Let's kick down. Manfreds Brille. Oh, Benz. Benz-Fahrer. Nächste Haltestelle. Am Haus 27. Genau, da drüben haben wir schon angehalten vorhin. Regeln sind ja generell was Cooles. Hallöchen. Hallo. Tag, hallo. Danke. Hallo. Nächste Haltestelle. An der Versicherung. Das ist eigentlich, glaube ich, zweispurig hier. Das ist die Seeburger Straße hier. Also in Spandau sind ja alle Straßen von Spandau immer. Es sei denn, du hast ja irgendwie nur so ein Zusatzdings. Aber ich glaube, das ist die Seeburger aus Spandau. Und die hat zwei Spuren, auch wenn ich die immer nicht so ganz verstehe. Dann mache ich die meistens, wenn ich baue, die eine als Parkautos und dann... Das heißt, also die rechte Spur wird von Autos geparkt hier am Straßenrand und die linke ist zum Fahren. Manfred, hast du mir Hallo gesagt, eine Mensch. Fahrkarte, bitte. Glaub's ja wohl gar nicht. Einmal die Fahrkarte, 2,70. Dankeschön. Ja, bitteschön. Nächstes Mal noch guten Tag sagen, dann ist perfekt. So 2 Minuten ist für uns eigentlich kein Ding, oder? Doch, 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 oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir da Pause haben. Also 3-Stunden-Dienst natürlich auch nicht schlecht, ne? Nächste Haltestelle. An der Apotheke. So, die laufen wieder ein bisschen nach vorne. Woran das hier liegt, weiß ich persönlich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Würfel nicht richtig platziert ist hier. Der Würfel muss ja immer auf einem Pfad liegen. Daran könnte es liegen. Ne, ihr wisst ja, im Momsi-Editor muss ja immer, wenn du eine Haltestelle hinzufügst... Oh, jetzt habe ich wieder. Danke. Bitteschön. Du musst ja immer einen Würfel hier platzieren. So ein roter Würfel. Da steht, glaube ich, Stop drauf oder so. Und dann muss der immer auf dem Pfad drauf liegen und dann geht das auch. Ich weiß nicht, ob das hier nur ist. Ob es daran liegt oder nicht. Das kann ich mir vorstellen, aber... Keine Ahnung. So, Reichelt. Dann dieser Abschnitt hier, der wird dann auch neu werden. Das sieht auch schon sehr gut. Also macht auf jeden Fall Lust auf mehr, muss man ganz klar sagen. So, hier die Ansage Zup fehlt gleich. Achtung. Da. Also. Ansage ist hier nicht vorhanden. Man steigt auch hier vorne wieder aus. Nicht am zentralen Omnibusbahnhof, sondern davor. Was natürlich auch ein zentraler Omnibusbahnhof ist natürlich da, dass die Fahrgäste schnell zentral umsteigen können. Und die steigen natürlich alle nicht aus. Teilweise, weil hier kein Anschluss ist, aber. So. Tür auf, dann müsste der Fahrplan abgehakt sein, jawohl. So, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, wenn ihr hier vorne anhält. Die Fahrgäste wollen natürlich zu den anderen Linien umsteigen. Dann müssen die selbst erstmal genauso wie der Bus hier, der fährt ja auch dahin. Müssen die auch erstmal hier hinfahren. So. Die wollen nicht aussteigen. Auch noch ein kleiner Bug hier. Hatten wir auf der anderen Linie irgendwie auch, ne? So. Jetzt mache ich Leerfahrt rein, dann steigen die auch raus. Aber nicht, weil sie wissen, die Linie ist zu ändern, sondern weil jetzt Betriebsrat ist und die da nicht mitfahren dürfen. Ist ja auch im Hof, eine Hofdatei so, ne? Kannst ja auch einstellen da bei Zielen, ob da nur Leute mitfahren sollen oder nicht. Wo stellen wir uns denn heute mal hin? Mal hier hin, ne? So, ach doch, 20 Minuten Pause hier. Mensch, das ist ja auch ein Leben, ey. 20 Minuten Pause und wie lang fährst du? 7 Minuten. Oh Gott, so ein Leben hätte ich gerne, ey. So. Pause, 20 Minuten, ne? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn euch die Map gefällt und so, dann könnt ihr so gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder mal halt Nico schreiben. Mir, ne? Das bringt, glaube ich, da ein bisschen mehr. Auch wenn ich denke, dass er hier zugucken wird. Und dann war es erstmal von Karlsburg, denke ich mal. Außer wenn jetzt hier die Version 1 rauskommt. Das war es erstmal hier von der Beta. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und nicht immer nur auf die Maps wie Winsenburg,
oder Gladbeck und halt lauter so große, beliebte Maps guckt, sondern auch mal gerne meine kleinere Map von mir schaut, die ich hier präsentiere. Auch wenn es ein bisschen PR war, muss man natürlich auch ein bisschen sagen, weil ich sag, also, ne, ich finde das schon schön hier, die Map. Ja, also. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch jetzt also einen schönen morgigen Tag. Übermorgen sehen wir uns dann wieder, hoffentlich. Ist denn, ich komme nicht zum Aufnehmen, mal gucken. Aber ihr wisst ja eigentlich hier alle zwei Tage dann ein Video um 14 Uhr. Auch wenn es mal zwischendurch der HSV ist, wie er mal eben schnell zwei Tore schießt und ein Reporter fast einen Herzinfarkt kriegt. Also, wir sehen uns dann wieder. Macht es gut, ne? 20 Minuten sind um bei mir. Haut da rein und ciao, ciao.